Dieses Zivilverteidigungslager, das war in der Nähe von Leipzig, in irgend so einer Einöde. Also ganz schrecklich. Aber das war sowieso egal. Wir mussten da den ganzen Tag exerzieren und Schießübungen machen und wir mussten diese Gasmasken aufsetzen und die Jumbos anziehen und es wurde dann simuliert in irgendwelchen Kellern, dass es Angriffe gab. Da sind junge Frauen zusammengebrochen und also das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich. Ich habe jede Nacht vom Krieg geträumt und das wurde also wirklich, natürlich gab es dann auch noch die Rotlichtbestrahlung und ganz viele Seminare, in denen uns natürlich gezeigt wurde, wo der Klassenfeind ist, aber es gab eben auch diese Übungen. Und ich kann mich noch erinnern, mir wurde regelmäßig schlecht unter dieser Gasmaske und dann hatte man sogar Menschengeheul, also Menschenschreie und Sirenengeheul hatte man simuliert in so einem Bunker und ja, so, das war schon nicht so toll. Hatte jetzt auch nicht so viel mit Germanistik zu tun, aber das musste, wie gesagt, jeder machen.